Ich schaue hier gerade so nach links und nach rechts raus und genieße gerade diesen Ausblick. Und ich habe mich gerade vor ein paar Stunden daran erinnert, wie das war, als ich im Januar bei meinen Eltern gewesen bin. Also meine Mutter, die war verreist und mein Vater kann eben mit den ganzen Tieren im Haushalt und mit so einem großen Haus, so einem großen Grundstück eben nicht mehr alleine sein. Und deswegen habe ich dann praktisch 3 Wochen lang dann eben bei meinem Vater gelebt. Und es ist ein großes Haus, es ist ein großes, großes Grundstück, es sind viele Tiere. Und als ich dann wieder hier zurückkam, in meine kleine Butze hier in Hamburg, in meine 22 Quadratmeter Butze inklusive Badezimmer, da habe ich gemerkt, wie schön Minimalismus ist. Wie zeitsparend, dass ich Zeit für andere Dinge habe, für Spaziergänge, für Buchlesen, für alles Mögliche, weil mir das nicht so viel Zeit raubt. Und darum geht's. Es geht jetzt in diesem Podcast mal um Minimalismus. Natürlich jetzt nicht so sehr um den Gelebten, sondern auch in der Kommunikation. Und Sie sind beim Gut reden kann jeder Podcast. Ich bin Isabel Garcia. Ich freue mich übrigens wahnsinnig, dass immer mehr Leute meinen Podcast hören und dass es ihnen anscheinend gefällt. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass immer mehr Leute mir auch E-Mails schreiben und mir Rückmeldungen geben, mir Vorschläge geben. Und ich werde auch auf jeden Einzelnen natürlich eingehen. Manchmal komme ich nicht so schnell dazu, aber freue mich jedes Mal wie Hulle. So, also Minimalismus. Wenn ich jetzt nochmals mich zurückerinnere an meine Eltern, da sind so viele Dinge, die so viel Arbeit machen und wo ich mich frage, warum machen wir das? Es war zum Beispiel so, dass meine Mutter war ja nun weg und dann hatten wir aber noch die gute Tischdecke auf dem Esszimmertisch und unter dieser guten Tischdecke war dann irgendwie noch so eine Untertischdecke, damit die nicht so rutscht. Und naja, und wie sollte es anders sein? Natürlich habe ich am vorletzten Tag von diesen 3 Wochen, am vorletzten Tag, ich dumme Nuss, habe ich irgendwie mit Tomatensuppe da gemanscht. Und dann habe ich das eben alles gewaschen und eingeweicht. Gerade Tomaten waren nicht so leicht rauszukriegen, ging dann irgendwie alles. Aber ich habe es eben, ich habe eben sehr viel Zeit damit verbracht, das alles zu waschen und dann wieder zu bügeln, um es dann wieder drauf zu packen. Und ich meine, es ist ein schöner Holztisch. Da frage ich mich, warum haben wir eine Tischdecke? Natürlich finde ich auch, dass die schön aussieht. Aber jedes Mal, wenn die Katze drüber ging, dachte ich so, ho, 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 hoffentlich macht sie hier nichts dreckig oder schmutzig oder kaputt. Das würde ich bei dem Holztisch nicht denken. Da würde ich sagen, ja, spring doch meinetwegen. Na gut, eigentlich nicht, ne? Also die Katze hat auf dem Tisch nichts zu suchen. Aber dann wäre das nicht so dramatisch. Es ist dann schon döver. Gibt es das Wort überhaupt? Dover, döver, ist egal. Also es wäre nicht so günstig, sagen wir es mal so, wenn eben die Tischdecke drauf ist. Und ich dann ständig so eine Hab-Acht-Stellung habe, weil ich denke, huh, hoffentlich geht nichts kaputt, hoffentlich wird nichts dreckig. Und das war eben bei ganz vielen Dingen, wo ich dann mich die ganze Zeit gefragt habe, warum machen wir das? Warum ist jetzt hier eine Tischdecke drauf? Warum machen wir dies? Warum machen wir jenes? Und klar, meine Eltern sind Rentner, die haben die Zeit und wahrscheinlich auch die Lust, das zu machen. Und die Tischdecke sieht zum Beispiel toll aus, um bei diesem einen Beispiel zu bleiben. Ich habe keine Tischdecke. Ich will sowas nicht. Und ich finde den Holztisch an sich, finde ich großartig. So schön unkompliziert, wenn ich irgendwo manche, kann ich einfach es wegwischen. Gut ist. Und wenn ich hier in meiner kleinen Butze meinen 22 Quadratmeter einen Frühlingsputz mache, dann bin ich in 2 Stunden durch. Das ist toll, das macht total viel Spaß. Dann habe ich aber auch wirklich auf den Schränken in jedem, weil hier einfach nicht viel ist. Und das gibt mir einfach die Möglichkeit, dass ich wahnsinnig viel Zeit habe. Es vereinfacht mein Leben, es vereinfacht mein Zeitmanagement. Ich finde das großartig, ich liebe es. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann mir wieder vorstellen könnte, in ein Haus zu ziehen mit einem Garten, schönem Grün. Definitiv. Aber im Moment finde ich das total schön. Und ich glaube, selbst wenn ich ein etwas größeres Haus hätte, ich
würde zusehen, dass es so simpel und so einfach wie möglich wäre. Gemütlich? Ja, gerne. Natürlich, ich liebe es gemütlich. Aber eben nicht, dass ich den Tag mir vollhaue mit Dingen, die meines Erachtens gar keinen Sinn ergeben. Wenn ich die Wahl habe, ein gutes Buch zu lesen oder eine Tischdecke zu bügeln, lassen Sie mich mal ganz kurz überlegen, was ich wähle. Ja, richtig, die Tischdecke. Nein, natürlich nicht. Und ähnlich erlebe ich es auch in der Kommunikation. Was meine ich damit? Wir packen manchmal viel zu viel rein. Zum Beispiel, wenn wir etwas verkaufen, wenn wir eine Idee verkaufen, bei uns verkaufen und so weiter, ist mir auch schon so ergangen, früher habe ich ganz viele Argumente rausgehauen. So, zum Beispiel letztens wurde ich gefragt, ne, ja, wofür ist die Ich-Rede-Akademie gut? Und ich so, ja, Sie lernen das, warten Sie, das. Ah, da fällt mir noch ein das. Und ich glaube, ich habe irgendwie 20 Punkte aufgezählt, weil ich ja so dachte, so, ja, ist ja alles wichtig. Ist es ja auch. Und es ist ja schön, dass das alles in der Akademie drin ist, aber im Endeffekt geht es ja darum, es auf den Punkt zu bringen. Worum geht's? Und im Endeffekt sage ich dann eben, ich möchte hinterher, dass Sie sich in jeglichen Kommunikationssituationen wohler fühlen. Es geht nicht darum, dass Sie jede Diskussion gewinnen, dass Sie jede Verhandlung gewinnen, aber dass Sie sich stets wohler fühlen, also ein bisschen wohler, als es bisher der Fall ist. Sowohl bei Präsentationen als auch bei Konfliktgesprächen, also einfach in jeder Kommunikationssituation. So, und dann kann ich es eben relativ kurz zusammenpacken oder in einen Satz packen und das ist dann einfacher zu verkaufen, es ist einfacher für mein Gegenüber, das zu verdauen. Wir halten dann manchmal auch die Pausen nicht aus. Pausen sind ja immer so, boah, schwierig, ne? Also selbst als Redner eine Pause machen ist schon eine Herausforderung. Aber auch wenn wir gerade eine Idee verkaufen, uns vielleicht gerade verkaufen und selbst wenn wir im Privaten nur die Idee unserem Lebenspartner, unserer Lebenspartnerin verkaufen, lass uns doch ins Kino gehen, dann liefern wir häufig ein Argument nach dem anderen. Passiert mir auch immer mal wieder, weil ich dann so denke, na, vielleicht ist das ja noch das Argument, was vielleicht noch wirkt. Und wenn Sie das machen, mit den vielen Argumenten, lassen Sie immer ganz viele Pausen dazwischen entstehen. Ja, also reden Sie nur über ein Argument, verkaufen Sie Ihre Idee so, wenn Sie merken, kommt nicht an, Pause entstehen lassen. Okay, abgefrühstückt, nächste Idee. Aber mehr als drei sollten Sie nicht bringen. Bringen Sie nicht zu viele Argumente. Weniger ist mehr, da eben dem Minimalismus leben. Was ich auch wichtig finde, ist eben, dass Sie einen einzigen roten Faden haben. Und ich erlebe das gerade so bei beruflichen Diskussionen häufig, wenn ich mal so bei Meetings dabei bin, dass da häufig von einem Thema zum anderen gesprungen wird. Also der eine sagt etwas und dann sagt der andere aber dann das und dann auf einmal landet man irgendwie, ist jetzt Content Marketing schlau auf einmal, warum landet es auf meinem Schreibtisch und müssen wir Frau Meier entlassen? Wollten wir nicht erst über Content Marketing sprechen? Bei einer Sache mal bleiben, eine Sache ausdiskutieren. Und natürlich ist mir bewusst, dass immer alles irgendwie zusammenhängt, aber bitte eine Baustelle nach der anderen. Nicht alles auf einmal, ja? Und da denke ich eben, ist es auch schlau. Also, und ich weiß eben, dass manche dann eben sagen, ja, aber ich habe dann so viele Ideen, während ich auch rede oder während diese Diskussion gerade entstanden ist. Gut, dafür habe ich einen Zettel und einen Stift und ich mache mir Notizen, also ich schreibe mir das auf. Und dann bleibe ich aber bei diesem einen roten Faden. Und ich sehe auch zu, dass ich immer wieder bei diesem roten Faden zurückkomme. Also ich versuche es. Gelingt mir nicht immer. Auch privat nicht. Da lande ich auch mal so von Hölzchen auf Stöckchen. Und dann bin ich wieder bei dem Thema und denke dann, ach ja, aber das könnte doch wichtig sein. Und ja, und bei, keine Ahnung, ich einfach nur erzähle, hey, ich habe mir neue Kleider gekauft, dann landet man ganz schnell bei irgendein Problemgespräch. Da bin ich auch gut drin. Also ich bin da ganz weit von entfernt, perfekt zu sein. Aber ich glaube, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich bei mir immer wieder darauf achte, ach Gott, Isabel, was wolltest du eigentlich sagen? Was ist dir das Wichtige? Was ist das Relevante? Was möchte ich jetzt sagen? Was brennt mir auf der Seele?
und dann eben dabei bleiben und nicht eben noch zig Beispiele drumherum, warum und so, sondern bei dieser einen Sache bleiben und die eben so neutral wie möglich aussprechen, so minimalistisch wie möglich aussprechen. Den Kern der Sache finden. Sich überlegen, wessen Baustelle es überhaupt ist. Ist es meine Baustelle, ist es die Baustelle von dem anderen oder von den anderen? Und dann eben über diese Baustelle sprechen. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Weiß ich nicht, Sie haben vielleicht einen Lebenspartner und der geht eben häufiger mal mit Freunden in eine Kneipe. Und Sie denken sich so, doof, ja, ich will mich ja geliebt fühlen und das tue ich eben eher, wenn er jetzt nicht ständig bei seinen Freunden in der Kneipe ist. Der soll ja Zeit mit mir verbringen. Klar, logisch, kann ich nachvollziehen. fangen Sie dann aber nicht an, über die Kneipe zu sprechen. Denn die Kneipe ist nicht das Problem, dass er da hingeht. Und dass er seine Freunde trifft, auch nicht. Und dass er sie häufig trifft, auch nicht. Wo ist so der Knacks des Knauses, wenn Sie richtig runterbrechen, wenn Sie mal so minimalistisch drauf gucken, was ist wirklich, was stört Sie? Wahrscheinlich die Tatsache, dass Sie sich gerade nicht geliebt fühlen. Dass Sie, ja, habe ich damit gesagt, oh Gott, also ich, na, auch da, eine Sache gesagt, eigentlich war es schon auf Punkt, ich hätte einfach aufhören können zu reden. Ganz häufig ist es so, ich könnte mir vorstellen, in der Situation, dass Sie sich dann eben nicht geliebt fühlen. Und dann gilt es eben, darüber zu sprechen. Ich fühle mich nicht geliebt. Und dann kann man eben schauen, wie können wir das hinbekommen, dass ich mich mehr geliebt fühle. Das ist natürlich von beiden Seiten. Also sie darf gerne gucken, ne, warum das so ist und keine Ahnung, was für Knöpfe da gedrückt werden oder wie sie vielleicht einfach mal ein bisschen positiver denkt, wenn doch alles in Ordnung ist. Und er darf sich eben überlegen, okay, wie kann ich ihr eben das zeigen, dass sie sich geliebt fühlt. Ohne dass ich mich jetzt um 180 Grad drehe und meine Freunde und die Kneipengänge aufgebe. Also da eben nicht verzetteln, nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen bei einer Diskussion. Gehen Sie mal ganz minimalistisch ran. Gehen Sie mal wirklich mit so einem roten Faden ran, bei dem Sie auch dranbleiben und mit so einer Nettobotschaft ran, was ist Ihr Ziel? Bei Minimalismus geht es mir nicht so sehr darum, dass Sie kurz reden, aber einfach, dass Sie weniger springen von einer Sache zur nächsten. Worin ich auch gut bin teilweise, aber mir ist es eben bewusst und ich finde es ganz, ganz wichtig, immer wieder zu dem roten Faden zurückzufinden dann auch. Und wenn Sie es dann auch noch schaffen, dass Sie vielleicht einigermaßen minimalistisch in Ihren Emotionen sind, dann wäre das großartig. Es ist natürlich nicht so leicht gesagt, ist mir schon bewusst. Aber zu viele Emotionen machen uns eben doof. Wie Susanne Greger-Langer ja sagt, das ist einfach, wenn wir ganz viele Emotionen in uns drin haben, dann können wir nicht mehr über den Tellerrand schauen. Wir sehen nur dieses eine Problem. Das ist dann zwar in Anführungsstrichen schon wieder minimalistisch, das eine Problem ansonsten, aber wir sehen eben keine Lösung. Und daher würde ich eben eher minimalistisch rangehen und sagen, vielleicht ein paar weniger Emotionen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ich probiere es, indem ich dann erst einmal Ruhe reinbringe, indem ich spazieren gehe, indem ich mich ablenke, indem ich was anderes mache, indem ich nicht sofort antworte. Gelingt mir auch nicht immer. Und immer wieder von außen eben auch auf die Situation drauf schaue. Damit ich dann für mich runterbreche, worum geht's hier gerade? Warum triggert mich das? Was ist hier gerade los? Damit ich eben mit weniger Emotionen minimalistisch in die Diskussion reingehe, in die Verhandlung reingehe, in das Gespräch reingehe, in das Mitarbeitergespräch reingehe. Ist völlig egal, was Sie da haben. Sondern einfach eben fokussiert genau wissen, was Sie möchten. Ja. Ich persönlich finde, dass es das gesamte Leben erleichtert, wenn wir minimalistischer leben. Das ist natürlich, jeder soll es machen, wie er will. Ich finde die Häuser von meinen Freunden großartig, wenn die da ganz viel Schnickschnack rumstehen haben. Ich finde das hammermäßig. Ich liebe es. Ich möchte es bloß für mich nicht haben. Ich habe keine Lust, da so viel Zeit reinzustecken. Ich liebe auch meinen kleinen Kleiderschrank. Also ich habe wenig Klamotten, finde aber bei anderen es toll, wenn sie ganz, ganz viele haben.
Ich habe einfach keine Lust, so viele Dinge zu verwalten und darauf Zeit zu verwenden, auf Gegenstände Zeit. Ich verbringe lieber Zeit mit Menschen. Und auch da werde ich immer minimalistischer, dass ich mich nicht mehr mit jedem treffe, der eben sagt, Mensch, wir sollten mal einen Kaffee zusammen trinken, netzwerken, beruflich und so weiter. Ja, klar, kann vielleicht wichtig sein, aber wenn es mir nicht wichtig ist, und ich denke so, ne, dann ist es schlauer, wenn ich wirklich nur die Leute treffe, mit denen ich mich wirklich wohlfühle und mit denen einfach eine tiefe, tolle Verbindung eingehe und nicht unbedingt auf 50.000 Hochzeiten so ein bisschen tanze. Ich bin ja generell nicht so ein strukturverliebter Mensch. Das bringt also schon sehr viel Unruhe bei mir rein, weil ich so mehr so im Kopf so künstlerisch bin. Ich mache mal hier was, mal da was, mal da was und da sehr unkoordiniert teilweise bin. Aber dieser Minimalismus bringt bei mir total viel Ruhe rein. Das macht meinen Kopf ruhig, dass ich hier keine Baustelle habe und kein Garten wartet, den ich machen darf und kein Haus und keine Tischdecke und nicht viele Klamotten, um die ich mich kümmern muss oder viele Schuhe, die wieder zum Schuster müssen und so weiter. Wenige Dinge geben mir Zeit und sie beruhigen meinen Kopf und sie beruhigen mein Leben, sie bringen da Ruhe rein. Und so wird jeder seinen eigenen Weg finden. Aber Sie können ja mal gucken, ob es nicht vielleicht schlau ist, hier und da einfach ein bisschen weniger zu haben. Ein bisschen weniger zu sagen, also weniger Themen anzusprechen. Sprechen Sie meinetwegen und labern Sie 2 Stunden. Darum geht es mir nicht, sondern einfach weniger Themen immer aufzumachen und nicht von einem Thema zum nächsten zu springen. Weniger Argumente zu nehmen, um sich und Ihre Idee zu verkaufen. Und sich eben auf den einen roten Faden zu konzentrieren. Meinetwegen dann danach wieder einen neuen roten Faden mit einer Pause dazwischen, damit mein Gegenüber das auch verdauen kann. Und wenn es geht, auch weniger Emotionen. Bringen Sie eine Pause rein. Antworten Sie nicht sofort auf eine E-Mail. Antworten Sie nicht sofort auf irgendeinen Angriff, wenn es überhaupt ein Angriff ist. Häufig stellen Sie fest, wenn Sie wieder zur Ruhe gekommen sind, es war vielleicht gar kein Angriff. Deswegen ist es manchmal schlau, erst dann mit jemandem zu reden, mit dem man vielleicht einen Konflikt gerade hat, wenn eben weniger Emotionen im Spiel sind. Auch da eben minimalistisch gedacht. Und dann diese einzelnen Sachen genießen, das einzelne Gespräch genießen, diesen einen roten Faden, diese 2, 3 Argumente, die sie reinbringen. Da dann voll reinknien. Ja, das ist für mich wichtig. Und vielleicht ja auch für Sie. Also hauen Sie in die Tasten, schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an podcast@ichrede.de und sagen Sie mir Ihre Meinung. Vielleicht sagen Sie, nein, Frau Garcia, mich beruhigt das ja hammermäßig, wenn ich ganz viele Dinge um mich herum habe. Dann ist das auch so und das ist toll. Sie werden da schon Ihren Weg finden. In der Kommunikation kann ich Ihnen aber sagen, kann ich es mir nicht vorstellen, dass es schlau ist, ständig im Thema zu springen. Dass es schlau ist, 50, 60 Argumente für etwas zu liefern. Da würde ich tatsächlich beim Minimalismus bleiben. Also, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihren Gesprächen heute. Heute arbeiten Sie ja nicht. Also ich denke mal, die wenigsten arbeiten heute. Und vielleicht haben Sie morgen ja auch einen Brückentag. Dann haben Sie wahnsinnig viele schöne freie Tage vor sich. Genießen Sie es, genießen Sie Ihre Gespräche und genießen Sie auch, wenn Sie mögen, den Minimalismus, dass Sie sich auf ein paar wenige Dinge konzentrieren und da sich richtig reinknien und es genießen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Gut reden kann jeder.